Die Deutsche Bahn AG erteilte der Firma Zürcher Gleisbau 2007 den Auftrag für die bisher längste Baustelle der Firmengeschichte. Die Gleiserneuerung auf der Strecke Nürnberg-Crailsheim zwischen Leutershausen und Schnelldorf. Der Umbau erfolgte in drei Bauabschnitten. Auf der Strecke zwischen Dombühl und Schnelldorf waren dabei in den ersten zwei Bauabschnitten nacheinander beide Gleise zu erneuern. Im dritten Bauabschnitt folgte dann ein Gleis der Strecke Leutershausen-Dombühl. Somit waren insgesamt ca. 30 Kilometer Gleise von Grund auf zu erneuern. In Dombühl wurde am Bahnhof die Bauleitung eingerichtet, da es logistisch günstig an allen drei Bauabschnitten und in der Mitte des Sanierungsgebietes liegt. Am 27. August wurde mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt begonnen und bereits am 16. November 2007 konnte die gesamte Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für die Zürcher Mannschaft ist die Einrichtung der Lagerflächen zur Fähr- und Entsorgung die erste Arbeit entlang der Strecke, noch vor der Streckensperrung. Meist handelt es sich hierbei um landwirtschaftliche Flächen entlang der Bahnlinie. Deshalb ist es wichtig, den Boden und das Grundwasser zu schützen. Dazu wird nach dem Einebnen der Fläche zunächst eine Schutzfolie eingebracht, bevor die Lagerfläche aufgebaut wird. Bei diesem Platz liegt ein Teil der Lagerfläche unterhalb des Bahnniveaus. Das bedeutet, dass zusätzlich noch eine Auffahrt angelegt werden muss. Nachdem mit dem Schotteraushub begonnen wurde, erkennt man die Fläche kaum wieder. Große Berge von alter Planumschutzschicht und Schotter werden hier bis zum Abtransport zwischengelagert. Auf einer anderen Fläche wiederum werden die Waggons mit frischem Schotter beladen. Insgesamt 8 Lagerflächen wurden vorbereitet, damit die großen Maschinen jederzeit reibungslos versorgt und entsorgt werden können. Dabei ist es wichtig, die Plätze logistisch geschickt zu platzieren, da diese Maschinen während ihres Einsatzes die Strecke blockieren. Doch zurück zum Anfang. Unmittelbar nach der Streckensperrung beginnen die Männer der Firma Zürcher mit ihren Arbeiten am Gleis. Der manuelle Schotteraushub ist eine der ersten Aufgaben, die anstehen. An engen Stellen, wie zum Beispiel an Brücken, kann die Bettungsreinigungsmaschine aus Platzmangel nicht arbeiten. Darum muss hier das Schotterbett manuell ausgehoben bzw. erneuert werden. Bei kurzen Engstellen von wenigen Metern wird der Schotter lediglich ausgeräumt und das Gleis provisorisch unterfüttert. Dies geschieht, indem die Gleise getrennt werden und das gesamte Joch aus seinem Bett gehoben wird. Dazu bedarf es eines gekonnten Zusammenspiels zweier Bagger. Das ist nicht ganz einfach, denn das Joch hat hier immerhin eine Länge von ca. 16 Metern und mit seinen Betonschwellen auch ein beachtliches Gewicht. Gemeinsam heben die Bagger das Joch an und legen es auf dem Gleis ab. Der zweite Bagger hat nun die Aufgabe, das Schotterbett komplett auszuheben. Der Schotter wird hierbei an der Seitenböschung zwischengelagert und später mit dem LKW abtransportiert. Die Brückendecke wird vom Schotter völlig befreit. Danach wird das Gleisjoch wieder eingesetzt, denn die Strecke muss für den Baustellenverkehr wieder befahrbar sein. Der Bagger hält das Joch so lange, bis die Schienen wieder verbunden sind. Jetzt muss das freiliegende Gleis abgestützt werden. Holz ist noch immer das beste Material, um hohe Gewichte aufzufangen und abzufedern. Dicke Holzbohlen und Bretter haben sich zum Abstützen der Gleise bestens bewährt.
Der Gleiskörper muss in der richtigen Lage absolut fixiert sein, deshalb werden die Holzplanken passgenau zugesägt und mit Keilen versehen. Gleichzeitig entsteht so auch der Graben, der später für das Einfädeln der Bettungsreinigungsmaschine nach der Brücke notwendig ist. Nun ist es geschafft und die Gleise sind in diesem Abschnitt wieder befahrbar. 4 Stunden hat die Mannschaft für diese Aktion gebraucht und nun geht es weiter zur nächsten Brücke. Manche Engstellen sind wesentlich länger. Hier wird dann nicht nur der Schotter ausgehoben, sondern auch gleich neuer Schotter aufgebracht. Dazu wurde diese Baumaßnahme für 3 Uhr nachts vorgesehen, denn nur zwischen 3 und 5 Uhr ist auf dem Nachbargleis kein Schienenverkehr und so ist eine Fähr- und Entsorgung der Baustelle über dieses Gleis möglich. Der alte Schotter wird direkt in den auf dem Nachbargleis bereitstehenden Zug geladen. Der eine Bagger entfernt den gesamten Schotter bis zur Brückendecke, während der zweite Bagger davor schon wieder den neuen Schotter aufbringt. Der neue Schotter wird abschnittsweise aufgebracht und verteilt. Dazu ist die richtige Anordnung der vollen und leeren Waggons sehr entscheidend. Immer wieder wird gemessen, bis die notwendige Höhe erreicht ist. Stimmt diese, wird der Schotter noch verdichtet. Die Bettungsreinigungsmaschine, kurz BRM genannt, ist die erste große Maschine, die auf der Strecke ihre Arbeit beginnt. Auf den Streckenabschnitten, auf denen später der Pusskeil zum Einsatz kommen soll, besteht ihre Aufgabe darin, einen sogenannten Vollaushub zu fahren. Dabei muss nicht nur der gesamte Schotter, sondern auch der Unterbau ausgebaut werden. Den vorderen Bereich des Zuges bilden zahlreiche Transportwagen, wie Materialförder-Silowagen oder auch kurz MFS genannt. Diese können nach Bedarf angekoppelt werden. Das alte Material wird dann über Förderbänder von MFS zu MFS transportiert, sodass diese von der Zugspitze her gefüllt werden. Sind die vorderen Wagen voll, werden diese abgekoppelt und fahren zum nächsten Lagerplatz, an dem sie dann entladen werden. Insgesamt 27 Mal muss die Bettungsreinigungsmaschine auf der Strecke aus- und wieder eingefädelt werden. Der Grund dafür sind Brücken und Stellen, an denen es zu eng für die Arbeit der BRM ist. Vor einem Hindernis wird die riesige Schrauberkette jedes Mal ausgefädelt und nach Passieren der Engstelle wieder verbunden. Im Vorfeld wurde an diesen Stellen schon ein Graben ausgehoben. Durch diesen wird nun von einer Seite die Schrauberkette gezogen und mit dem Gegenstück verbunden. Die Montage der schweren Kette erfordert einiges an körperlichem Einsatz. Man kann gut die Kette mit ihren gewaltigen Zähnen sehen, die den Schotter ausheben und heraustransportieren. Schon kann es wieder weitergehen, allerdings nur eine kurze Strecke, dann muss die BRM erneut halten. Die ersten Meter nach der Brücke sind jetzt freigeräumt und nun hängen die Gleise sozusagen in der Luft. So können sie nicht von den nachfolgenden Wagen belastet werden. Jetzt muss zuerst das Niveau ausgeglichen werden. Das hält natürlich auf, aber die Männer sind geschult und auf alles vorbereitet. Zum Ausgleich des Höhenunterschiedes werden die Gleise auch hier mit Holzbohlen unterfüttert und abgestützt. So, passt. Jetzt kann es weitergehen. Schauen wir der BRM noch etwas bei der Arbeit zu und lassen uns von der Kraft und Stetigkeit der Maschine faszinieren. Besonders interessant ist auch der Blick über die Schulter des Maschinenführers.
So, alles sauber. Jetzt wird nochmals nachgemessen und das Gleis ist nun frei für den nachfolgenden Puskal. Der Puskal ist mit seinen ca. 500 Metern Länge nicht nur die größte, sondern mit 18 Meter Arbeitsstrecke pro Stunde auch die langsamste Baumaschine. Das bedeutet, dass alle anderen Baumaßnahmen auf sein Arbeitstempo abgestimmt werden müssen. Unermüdlich arbeitet er sich vorwärts, 16 Stunden am Tag. Die restlichen 8 Stunden in der Nacht dienen zur Wartung, damit am nächsten Morgen wieder alles reibungslos läuft. Die Aufgabe des Puskal besteht auf dieser Baustelle darin, das Gleisbett von Grund auf wieder aufzubauen. Wie das funktioniert, sehen wir uns jetzt etwas genauer an. Zuerst wird das 18 Meter lange Gleisjoch im routinierten Zusammenspiel zweier Portalkräne abgefahren und auf einem der vorderen Waggons abgelegt. Damit Sie sich die gesamten Vorgänge komplett ansehen können, haben wir immer wieder auf den Einsatz eines Zeitraffers zurückgegriffen. Danach verfestigt der Puskal mit seiner gewaltigen Verdichtungsbohle den von der Schotterbettreinigungsmaschine gesäuberten Boden. Jetzt wird ein ca. 1 cm dickes Vlies aufgerollt. Es verhindert das Aufkeimen von Saaten und damit eine Verschmutzung des Gleisaufbaus. Die zwei Portalkräne müssen viermal fahren, um genügend PSS für das Bett auszuschütten. PSS heißt Planum-Schutzschicht und ist eine besondere Kiesmischung, deren Zusammensetzung und Körnung genau vorgeschrieben ist. Ist genügend PSS aufgebracht, wird diese gleichmäßig verteilt. Mit den Fingerspitzen dirigiert unser Mitarbeiter das kräftige Planierschild, bis er überall gleichmäßig die PSS verteilt hat. Selbstverständlich wird immer wieder nachgemessen. Außer dem Verteilen der PSS verdichtet der Puskal auch mit der Verdichtungsbohle die Masse, bis sie die gewünschte Festigkeit hat. Diese lässt sich messen und genau ablesen und wird immer wieder geprüft. Wenn die Führer der Portalkräne Zeit haben, verladen sie die leeren Kübel auf die hinteren Waggons und holen die vollen nach vorne. So haben sie nachher beim Einbringen der Kübel nur kurze Strecken zu fahren und alles geht schneller. Sind die vorderen Waggons mit leeren Kübeln beladen, werden sie abgekoppelt und fahren zum Materiallager, um für Nachschub zu sorgen, ohne dass die Arbeit des Puskals ins Stocken gerät. Jetzt bringen unsere Portalkräne den Schotter auf. Wie schon erwähnt, sind die Wege kurz und so geht es Schlag auf Schlag, bis alle vier Ladungen zum Verteilen bereit liegen. Verteilen, verfestigen, messen und prüfen. Auch beim Schotter alles wie gehabt. Inzwischen steht unser Tandem bereit, um das ausgebaute Joch wieder aufzunehmen.
Das Gleisbett ist nun fertig und das Joch kann wieder sorgsam eingesetzt werden. Schließlich werden noch die Schienen verbunden und das offene Ende des Jochs nochmals ausgerichtet. Fertig! Der Puskal kann seine Fahrt für 18 weitere Meter wieder aufnehmen und seine Arbeit von vorne beginnen. Und mag der Handschuh noch so tropfen, der Zeitplan ist eng, aufeinander abgestimmt und muss unbedingt eingehalten werden. Also werden hier bei strömendem Regen die Schienen entladen. Die Lok zieht 240 Meter Ladefläche hinter sich her. Von oben sieht man besonders gut, wie der Kran mit jedem Greifarm eine Schiene packt und sie in die Position zum Abladen bringt. Jede Schiene misst 120 Meter, harter, fester Stahl, der sich wie eine Schlange biegt. Das präzise Absetzen der Schienen ist notwendig, damit es der nachfolgende Umbauzug beim Ansetzen und Einbauen der Schienen leichter hat. Der Kran setzt die Schienen ab und fährt ein Stück zurück. Jetzt bleibt er, bezogen auf den Gleiskörper, in einer festen Position und hält die Schienen, während der gesamte Zug unter ihm wegfährt. Das Team am Boden sorgt dafür, dass die neuen Schienen geordnet neben den alten abgelegt werden und damit problemlos getauscht werden können. Sind die Schienen fast komplett abgelegt, lässt der Kran sie los, fährt zurück und holt das nächste Paar. Der Umbauzug hat in diesem Bauabschnitt zwei Aufgaben zu bewältigen. Zum einen muss er Tausende von Schwellen austauschen, zum anderen besteht seine Aufgabe in dem Erneuern der Schienen. Diese beiden Aufgaben leistet der Umbauzug in einem Arbeitsgang. Der eigentliche Arbeitsbereich des Umbauzuges beginnt mit dem seitlichen Pflug und den Schraubern, ein lauter und unbequemer Arbeitsplatz. Zu diesem Zeitpunkt sind die alten Schienen noch an jeder 12. Schwelle festgeschraubt. Diese Schrauben gilt es zu lösen, ohne dass die Maschine ihren Arbeitsfluss verringern oder unterbrechen muss. Jetzt sind die Schienen frei. Sie werden von den Schwellen abgehoben und weit nach außen gedrückt. So wird Platz geschaffen, um die Schwellen zu tauschen. Die gewaltigen Greifer des Umbauzuges lösen die Schwellen aus dem Schotterbett und wuchten sie auf ein Förderband. Dieses transportiert sie weiter und reiht sie ordentlich auf, damit der Portalkran sie übernehmen kann. Dieser ist in ständiger Bewegung, er nimmt die alten Schwellen auf und transportiert sie auf einen der vorderen Waggons. Von dort bringt er gleich wieder neue Schwellen zum Einbau zurück.
Zur Pufferung und Zwischenlagerung der gewaltigen Mengen alter und neuer Schwellen, die bei dieser Arbeit anfallen, ist der Umbauzug oft viele hundert Meter lang. Doch zurück zu unserem Schwellentausch. Die neuen Schwellen rutschen nacheinander über ein Förderband ins Schotterbett. Dort wird die Lage der Schwellen beim Ablegen gleich korrigiert, damit der richtige Abstand hergestellt ist. Jetzt können wir uns wieder den Schienen zuwenden. Während diese nach außen gedrückt werden, kreuzen sie sich an der weitesten Stelle mit den neuen Schienen, die dann eingebaut werden. Dies geschieht, indem sie mit Führungsrollen wieder herangezogen und auf die neuen Schwellen aufgelegt werden. Auf denen kann nun der restliche Zug weiterfahren. Dem Umbauzug folgt eine Einheit, welche die Lage der Schwellen nochmals überprüft. Sie kontrolliert auch die Lage der Kunststoffzwischenlagen, die zwischen den Schienen und den Schwellen aufgebracht sind. Gut. Beim Ablegen der Schwellen können diese verrutschen und müssen dann wieder in die richtige Position gerückt werden. Nach dem Umbauzug wurden die alten Schienen in die Mitte des Gleises gelegt, so können sie besser aufgenommen werden. Zuerst jedoch müssen sie für den Transport alle 120 Meter getrennt werden. Danach erfolgt das Aufladen der Schienen analog zum Abladen. Wie die Vorderbeine einer Gottesanbeterin ergreifen die Kranarme jeweils eine Schiene. Diese wird über dem Waggonboden angehoben und dann verharren Kran und Schiene wieder in dieser Position, während die Waggons sich unter ihnen hindurchschieben. Die Kranführer müssen viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl haben und hochkonzentriert arbeiten, um diese unendlich langen Schienen, die sich wie Schlangen winden, in Position zu halten und sauber abzulegen. Der Richt- und Stopfexpress besteht aus drei Maschinen. Die erste Maschine ist die Richt- und Stopfeinheit. Sie richtet die Gleise aus und verfestigt das Schotterbett in mehreren Durchgängen. Dazu werden die Gleise beidseitig von gewaltigen hydraulischen Greifern angehoben und justiert, während vier Stopfpickel mit jeweils zwei Krallen in den Schotter gestoßen werden und diesen durch Vibration verdichten. Gleichzeitig werden die Flanken mit dem Flankenverdichter nachverdichtet. Die nachfolgende Messeinheit wertet die Arbeit des Stopfzuges aus. Sie vergleicht Soll- und Istlage der Gleise und errechnet so die Daten für den nächsten Durchgang der Stopfeinheit.
Die letzte Maschine der Einheit ist der Schotterpflug. Seine Aufgabe ist es ebenfalls, in mehreren Durchgängen den Regelbettungsquerschnitt zu formen. Wie man an dem wohlgeformten Gleis erkennen kann, befindet sich die Einheit hier auf dem letzten Durchgang. Meist sind 3 bis 5 Stopfdurchgänge notwendig, bis die Schienen und das Schotterbett die optimale Lage und Form haben. Beim ersten Durchgang sehen die Gleise noch ganz anders aus. Hier kann man leicht erkennen, welch gewaltige Arbeit die Richt- und Stopfeinheit bei ihren Durchgängen verrichtet. Jetzt sind wir mit dem Schotterzug unterwegs. Zwischen den einzelnen Durchgängen der Richt- und Stopfeinheit gilt es immer wieder, Schotter nachzufüllen. Anfangs oft viele Tonnen, bei den letzten Durchgängen dann weniger. Frauen sieht man allerdings noch sehr selten beim Gleisbau. Nun haben wir die richtige Stelle erreicht, der Schieber wird geöffnet und während der Fahrt dosiert der Schotter aufgebracht. Wenn alle Wagen leer sind, geht es zurück zum Lagerplatz. Auf großen Halden wartet hier der Schotter. Um den Schotterwagen beladen zu können, muss der Raupenfahrer erst eine Rampe anlegen. Die Arbeiter stehen derweil wartend im strömenden Regen. Beim Gleisbau kann man sich das Wetter nicht aussuchen. Mit großer Sorgfalt wird der Wagen über die angelegte Rampe beladen. Nachtbaustelle, ferne Lichter. Das hier ist ein Nachtzug, der die Nachtbaustelle passiert. Aber die Lichter der Schweißer, die nachts unterwegs sind, sehen aus der Ferne ähnlich aus. Kalt, windig und regnerisch ist es in dieser Herbstnacht und das sind keine guten Bedingungen für das Schweißen. Denn nur 26 Grad warme Schienen haben die richtige Ausdehnung zum Schweißen. Diese Temperatur zu erreichen und dann auch zu halten, ist in so einer Nacht nicht einfach. Fachleute sprechen dabei von der Durchführung des Spannungsausgleiches. Wenn die Schienen die richtige Ausdehnung erreicht haben, ziehen die Männer die Schrauben wieder an. Trotz Kälte und Regen müssen sie exakt arbeiten. Genau 3 cm breit muss der Spalt zwischen den 2 Schienen zum Schweißen sein. Ebenso ist das präzise Ausrichten der Schienen notwendig, um Spannungen zu vermeiden. Endlich kann die Schweißform angelegt werden. Der Sand verhindert das zu frühe Auslaufen des Thermits und bindet es. Heute Nacht müssen nicht nur die Form, sondern auch die Auslaufbehälter vorgewärmt werden, bevor der Thermitbehälter aufgesetzt und gezündet werden kann.
Bei 1000 Grad schmilzt das Thermit und verbindet die Schienen. Beim Abtrennen der Form und der Schlacke gibt es trotz der kalten Nacht wohl kaum kalte Hände. Zum Schluss wird noch alles glatt geschliffen und nun wird kein Reisender mehr etwas von der Schienennaht bemerken.